Ja, hallo liebe Freunde, hier spricht Edgar vom Weingut Edgar Bruttler in Rumänien. Ich darf euch recht herzlich begrüßen. Im Namen von Alo mache ich dieses Video, denn er will einen Wein im Newsletter ausschicken und den will ich heute euch vorstellen. Aber zunächst will ich euch mal zeigen, wo wir hier sind. Wir befinden uns in einem Weinkeller, wie man hier unschwer an den Tanks erkennen kann. Wir sind hier im vorderen Teil. Hier ist der vordere Teil. Und das ganze Ding hier ist 60 Meter lang. Und hinten haben wir ungefähr 30 Meter Erde über unseren Köpfen. Also hier kann man sich gut verstecken. Ja, wir haben hier Holzfässer, wir haben hier Edelstahltanks, wir haben hier ein Betonei, wir haben hier einen Hund, da hinten noch zwei, die mich begleiten. Und wir haben diesen Wein, den ich euch vorstellen will. Vinul Casei heißt Haus des Weines. Schwachsinn. Wein des Hauses. Und das ist ein gemischter Satz aus verschiedenen Rebsorten. Ja, alles, was wir hier so haben, von Feteas Carigala über Grünspitz bis Welschriesling und noch ein paar andere. Ja, es ist ein ganz toller Wein. Ich würde sagen, es ist ein Mittel- bis Langstreckenläufer. Er schmeckt ganz besonders gut, wenn die Flasche schon eine Woche offen im Kühlschrank steht. Dann zeigt er sein wahres Potenzial. Was ein guter Hinweis darauf ist, natürlich, dass der Wein sich auch sehr gut über einige Jahre in der Flasche hält. Nichtsdestotrotz trinkt er sich auch jetzt schon ganz hervorragend und ist ganz hervorragend auch dazu geeignet, jeden Tag ein Gläschen davon zu trinken und über einen gewissen Zeitraum zu beobachten, wie er sich entwickelt. Ja, zur Aromatik, also unser Dorf, wie soll ich sagen, unser Dorf hier im Nordwesten von Rumänien, wir haben eine lange Weinbautradition, aber es ist hier relativ wenig Wein, also vor 20 Jahren gab es hier noch niemanden, der Wein in Flaschen abgefüllt hat. Man hat hier den Wein einfach so aus dem Fass getrunken. Und wenn das Fass leer war, hat man das nächste Fass begonnen. Dementsprechend hat sich der Wein über die Zeit auch verändert. Und dieser Geschmack ging von anfangs sehr tolle Aromatik über dann sehr oxidative Aromen bis zu ungenießbar. Teilweise auch, muss man so sagen. Die Leute hier haben Wein gemacht, um etwas zum Trinken zu haben. Vor allem mein Großvater, der hat darauf ganz starken Wert gelegt. Also Wein war sein Lebenselixier. Unter diesem Stern steht auch der Vinul Casei. Er ist sauber hergestellt, hat fruchtige Aromen. Welche, das müsst ihr selbst herausfinden. Er ist für diese Region sehr typisch, weil er eine recht resche Säure hat. Das macht unsere Region hier aus. Unsere Region ist dafür bekannt, dass wir eine knackige Säure haben, sage ich mal so, mit wenig Alkohol. Also bei uns gibt es keinen Wein über, ich sage mal, 11,5, 12 Alkohol. Und genau das soll dieser Wein euch bringen. Trinkspaß, Erfrischung. Mit Anspruch und mit einer neuen Begegnung, die ihr machen könnt, nämlich mit Wein aus Rumänien, wie er hier hergestellt worden ist. Und deswegen wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr diese Flasche öffnet und sie trinkt. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Danke, lieber Alo. Und ganz wichtig, wenn ihr YouTube-Videos macht, Querformat. In diesem Sinne, goodbye.